Servus Leute, zurück zu Let's Play Heroes 6, Pirates of the Savage Sea. So, wir haben unsere erste Stadt erobert. Greg Hack, sehr gut gemacht. Aber ich habe keine Truppen, null Truppen. Ich brauche Truppen. Und dazu muss ich hier erstmal was bauen. Dazu brauche ich erstmal alles. Prinzipiell alles. Gold zum Beispiel. Den nehme ich mal mit. Dann können wir doch schon mal mit denen etwas rumlaufen. Ich würde... Ernst. Ja, die waren gerade hoch. Okay, Ernst. Willkommen, Ernst. Mein Name ist Wuji. Wie geht es euch? So. Okay. Da könnten wir schon alles verlieren. Eine Falle. Ja gut, das ist jetzt blöd. Das war cool. Leider machen die einen Gegenwehr. Das finde ich nicht gut. Wenn ich Glück habe, aber das finde ich nicht gut. Und da geht wahrscheinlich mein Krieger flöten. Ob der das alles aushalten kann? Ah, wenn ich ein bisschen buffe hier noch. Und da seht, zwei ist jetzt auf jeden Fall sicher. Den machen wir platt. Den machen wir. Ja. Ist fast ebenbürtig. Aber ja, ernste Gegner mit Machthelden sollte man nicht unterschätzen. Ja, und jetzt sind die Gegner hoch. Toll. Ich bräuchte mehr Truppen. Oh. Jawohl, ich kann ja Zentauren schon machen. Das hätte ich wahrscheinlich auch als erstes machen sollen. Zentauren bringen nämlich deutlich mehr als hier... Goblins. Ach, gleich mal um zwei Stufen runter, oder? Die waren doch gerade hoch. Zentauren in die Armee und schon sieht das alles viel einfacher aus. So, jetzt brauche ich aber noch einen Marktplatz, oder? Das wäre auch nicht schlecht. Gut, das kostet bloß Holz. Kommt nach dem Marktplatz. Mit dem Markt kann ich nämlich zumindest, falls notwendig, Stein. Wie kam ich jetzt an Stein? Das braucht Stein. Die kann ich machen. Das ist nicht schlecht. Jetzt bin ich ja gespannt, ob ich was mit Zentauren zusätzlich... Nee, die machen gar nichts. Das macht keinen großen Unterschied. Gefährlicher ist halt, dass die Schläger... Die Schläger, die sind das Gefährliche. Aber die haben ja jetzt schon die Fähigkeit. Okay... Der ist fast drauf gegangen. Ah, super. Das wird verlustreich sein. Ja, die gehen jetzt auf die Zentauren.
Können die jetzt schon schießen und so? Also laufen und schießen? Ich glaube, ja, können die das überhaupt? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht habe ich da Glück, wenn ich da eine Falle lege. Ah, und der andere noch? Ah, schade, der läuft in eine andere Richtung. Oh, das merke ich ja jetzt erst. Die haben ja hier jeden niedergemetzelt. Rennen, Pferdchen, rennen! Komm, töte ihn. Sehr gut. Ah, dann darfst du sogar nochmal schlagen. Mist. Ich muss das Viech töten. Sonst tötet es jetzt mein Pferdchen. Noch überlebt. Sehr gut. Die Falle hat versagt, aber jetzt schlage ich zu. Okay. Ordentliche Verluste, aber ich bin weitergekommen. Und ich habe jetzt einen Stein. Toll. Das ist aber etwas, was ich brauche. Das ist etwas, was ich unbedingt brauche. Ah, da ist ein Hafen. Schön, 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 schön. Steinmine. Oh ja, die brauche ich. Aber erst wieder zurück. Tja, das war's schon wieder. Jetzt brauche ich Ressourcen. Dumm. Der Zug ist jetzt gerade angefangen, deswegen hat es automatisch gespeichert, deswegen werden wir einfach mal kämpfen. Okay. Okay. Aua. Gut, einer ist down. Okay, der andere, der macht ein paar Probleme. Hätte ich vorher buffen sollen. Egal. Oh yeah. Alles nicht so schlimm, wie es war. Wie ich es vorher gedacht habe. Nur ein paar Goblins verloren. Das ist verkraftbar. Dafür kriege ich jetzt eine Steinmine. Und ein bisschen Holz ist auch hier. Geil, ein Erzbergwerk. So, damit sind zumindest die Ressourcen gesichert. Jetzt kann ich auch Harpien bauen. Bam. Muss ich nur noch die Harpien ausbauen. Im Idealfall. Drei Kristalle. Ja, genau dafür habe ich ja Artefakte. Ne. Drei Kristalle. Cracker kriegt ja immer drei Kristalle. Boah, es ist teuer. Unglaublich teuer. Und, boah, das kann ich mir nicht leisten. Aber dann gibt's gleich... Das kann ich mir nicht leisten. Gibt's hier irgendwo Kristalle? Boah, 10er Kurs. Oh, das kann ich mir holen. Are you fucking kidding me? Ein 10er Kurs für Kristalle. Oh, das ist Madness. Kann ich mir nicht leisten. Müssen wir halt so schauen. Ja, ich brauche Gold und alles und ja. Prinzipiell brauche ich jetzt als erstes Gold. Das ist richtig. So, kann ich mir jetzt auch leisten. Mehr Gold, Produktion. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Jetzt, nachdem ich mehr Goldproduktion habe. Ja, das bräuchte ich eigentlich auch noch.
Warum kriege ich bloß 2 Erz pro Tag? Warum habe ich bloß 1 bekommen? Wieso kriege ich bloß 1 Erz pro Tag? Das ist doch Beschiss. Halt, das ist bestimmt so eine komische Woche. Die Erträge halbieren sich. Super. Eine Woche, in der statt gearbeitet gefeiert wird. Wer hat denn das erlassen? Wen macht und der angerichtete Stern macht steigen in Schlachten um 10%. Nice. Diese temporären Boni habe ich nie betrachtet bei den Kämpfen. Oder im Spiel generell. So, jetzt kann ich mir das leisten. Das ist gut. So. Jetzt brauche ich einen Kristall. Einen Kristall. Und schon habe ich verbesserte Harpien. Das ist schon mal ein Anfang. So, noch irgendwas? Die wären nicht schlecht, aber die kosten Kristalle. Kann ich mir nicht leisten. Kristalle. Kristalle. Nee, ich opfere keine Kristalle für irgendetwas von da. So, jetzt mit den Truppen, die ich jetzt nehmen kann, werde ich ausziehen. So, die. Die sind gut. Gut. Wunderbar. Damit sollte ich doch einiges schaffen. Ah, jetzt sind sie da. Ach, trivial. Ach, trivial ist das alles. Seht euch das an. Jetzt kann ich das alles erobern. Jawohl. Dann, aber was zuerst? Was zuerst? Das zuerst. Das, auf dem Weg dorthin kann ich die schlachten. Gut, gehen wir los und schlachten. Die haben doch die Fähigkeit, dass sie nicht im Moment. Keine Gegenwehr gegen die Furie. Gegen die Angriffe der Furie gibt es keine Gegenwehr. Ja. Angriff und Rückkehr. Geht nach dem Angriff wieder aus. Ja. Lebendig. Riesentöter. Ja gut, das ist meine Fähigkeit, glaube ich. Die müsste jede Kreatur haben. Ja, Riesentöter hat jede Kreatur. Bringt zwar jetzt noch nichts, aber gut. Ja, das ist ein Schaden. Aua. Aber überlebt. Ich gehe mit keiner nah ran, weil... Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja, aber hat's überlebt. Gut. Funktioniert also nicht. Dachte, mit Fähigkeit hinfliegen, das ist machbar. Aber war es nicht. Sie hat trotzdem angegriffen, die gegnerische Einheit. Kristalle fehlen jetzt. Überall fehlen jetzt Kristalle. Außer bei der Befestigung. Da nicht unbedingt. Sonst schon. Na komm, eine Befestigung. Dann sieht die Stadt wenigstens nach was aus. Jetzt hat sie wenigstens eine Mauer, falls mal ein Gegner kommt. Piratenjäger sind ja irgendwo. Ziehen lassen. Annehmen. Ihr dürft mitkommen. Nice. Und wenn ich schon mal hier bin, dann ziehen lassen. Jetzt alle Ressourcen, die es hier gibt. Ich brauche sie nämlich dringend. 10 Steine fehlen dafür. Ja, machbar. Schon haben wir es. Mehr Produktion für alle Truppen. Durch eine bessere Mauer. Das finde ich angenehm. Ich lasse sie gerne alle ziehen. Habe ich kein Problem mit.
außer dass ich keine Erfahrungspunkte bekomme. Ziehen lassen. Das kommt ja jetzt schon fast automatisch, dieses Ziehen lassen. Robe des Magisters. Das bringt doch gar nichts bei meinen Kreaturen. Ich bin noch Macht. Das gibt gut Geld. Geil. Ich habe zwar keine Ahnung wieso, aber... Erfahrungspunkte sind mir gerade lieber. Oh ja, das Gebäude dort unten. Dann macht es jetzt nämlich Sinn zu kämpfen. Ich krieg nach jeder Schlacht Gold. Und Erfahrungspunkte. Was ich ja leider sehen musste, ich krieg keine Erfahrungspunkte dadurch, dass ich sie ziehen lasse. Boah, das ist so geil. Aua, das ist nicht geil. Das ist wiederum geil. Keine Verluste. Extra Gold. Oh ja, damit lässt sich leben. Damit lässt sich... Ja, mit extra Geld als Pirat besonders. Wir verfolgen jetzt alles. Wird halt Blut aufgebaut. Bam. So. Schön den töten. Geil. Warten. Warten, warten. Der kommt schon her. Und kassiert erstmal. Geil. Extra davon. Ein Zauber. Ein Kristall. Geil. Nein, nein, hier kämpfen. Ich brauche Gold. Lasst euer Gold hier. Eine. Oh, dann wahrscheinlich macht es mehr Sinn, auf einen da drauf zu schlagen, weil da mache ich extra Schaden. Keine Spezialattacke. Keine Spezialfähigkeit, wollte ich sagen. Dieses Unchargen. Nein? Gut. Vernünftig. Ich glaube, bei Machthelden brauche ich viel Moral. Weil umso mehr Moral, umso öfter können sie angreifen und umso besser ist es. Macht Verteidigung. Ziemlich geil. Ja. Traumwandler werden auch verfolgt. Rigoros. Wer sich nicht für mich entscheidet, ist gegen mich. So einfach ist diese Welt. So, ihr kleinen Schnuckis. Was macht ihr? Genau, kommt näher. Genau, ja, so ist es sehr gut. Auch näher kommen. Wunderbar. Leider nicht nah genug. Aber es reicht. Hey, cool. Brauche ich nur noch den? Dann habe ich sogar schon die untere Hälfte hier geschafft. Oh, Moment. Ich habe jetzt ein paar Kristalle durch die Zeit erhalten. Ich glaube, ich will so einen. Oder ich will die haben. Ja. Nein, das nicht. Was? Himmel und Erde? Ja. Fügt anderen Schaden zu. Genau deswegen. Zauberer. Fernkämpfer. Na gut, Blut. Da muss man halt auf Blut gehen, wenn es sein muss. Die sind ja noch in ihrer Geistform. Boah, garstig. Dafür hast du deine Geistform verloren und wirst jetzt sterben. So ein Pech, dass du so langsam bist und nicht herkommen kannst. Und tschüss. Geil. Okay. Oh, das Lagerfeuer habe ich vergessen mitzunehmen. Ja, super, würde ich mal sagen. Super, das läuft hier richtig.
Ist bloß die Frage, ja, der Gegner und so. Das könnte gefährlich werden. Verfolgen. Ah, gegen die habe ich schon lange nicht mehr gekämpft. Ich muss mal schauen, was können die eigentlich? Flutwelle, ruft alle Feindeinheiten sind durchnässt. Alle kleinen Feinde werden zwei Felder weit zurückgeschwemmt. Okay. Hört sich lustig an. Widerstand gegen Wasser. Ja, befürchte ich, werden wir öfter mal antreffen. Und auf der See sowieso. Deswegen kann ich keine Wasserzauber so wirklich machen. Oh, Lied der Sirene. Die soll nicht in meine Nähe kommen. Die hat Widerstand gegen Macht. Anfälligkeit für Luft. Von Naga. Hm, dann sollte ich das wahrscheinlich irgendwie bekommen, nehmen, machen, was auch immer. Zentauren. Absolut geil. Geil, sage ich nur. Absolut geil. Das war ein cooler Effekt, aber geil. Komm, shoot them all. Bam. Die räumen hier das Feld auf. Und wenn irgendjemand zu nahe kommt, kommen die Harpien und machen bam, bam. Ja, okay, da kommt man so nicht hin. Und das gefällt mir nicht. Oh, Moment. Da komme ich hin. Und das Angriff macht. Ich mache mal einen Abstecher zurück nach Hause. Werde dort neue Truppen aufsammeln. Ich habe übrigens mittlerweile, ja, schon einiges angesammelt. Die müssen nicht die vielleicht. Was können die? Kann ich das sehen? Wie es sich lohnt? Ob es lohnt würde? Sehe ich nicht. Schade. Oh, Moment doch. Nee. Ah, so sehe ich's. Okay, sie kriegen ein bisschen Magiewiderstand. Sie kriegen 10 Leben mehr. Sie können sich schon weiter bewegen. Ja gut, das ist unwichtig. Und einen Angriff mehr. Und sie kriegen die Fähigkeit entweder ziehen und schießen oder schießen und ziehen. Das lohnt sich nicht wirklich. Das finde ich cool, dann kann ich auch die vergleichen. Ja, die kriegen 33% mehr Schaden, weil sie so wenig Schaden machen. Extra Leben. Extra Verteidigung. Extra Initiative. Die sind wahrscheinlich auch ziemlich... Oh, nicht? Nicht geil. Okay, ja, doch, ziemlich geil. Zweites Mal angreifen. Zwei Angriffe im Stampfer. Verheerend. Allein oder einfach ist schon ziemlich verheerend. Besonders weil er sich ja pushen kann durch seine besondere Fähigkeit. Geschmack am Blut, glaube ich. Ja. Ziemlich nice. Ja, da habe ich schon die beste Einheit. Und hier? Oh, die kriegen ordentlichen Angriff mehr. Auch ordentlich Verteidigung. Ja, die kriegen eigentlich einen ordentlichen Boost. Bei dem lohnt sich's. Ich glaube, ich brauche auch andere Truppen. Primär Zyklopen. Ganz ehrlich. Wenn ich rasende Zyklopen hätte. Keiner könnte mir dann was anhaben, aber dazu hätte ich niemals die Blutkristalle. Ach, ich brauche unbedingt mehr Marktplätze. Habe ich nicht bei Crackhead genommen, dass er als Marktplatz fungiert? Oh, Moment. Ich könnte... Oh ja. Ach, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich kann doch einen Machthelden kaufen. Am besten einen, der mir Ressourcen gibt. Meister Schaman, Meister Steinhaut, Meister Orkrieger. Lebenskraft. Blitze, Himmelsläufer, Goblinmeister, Feuerstrahls, Luft.
Kriegsrufe. Wie, keiner mehr, der mehr Ressourcen gibt? Für 5000 Gold kann ich meine Truppen damit erweitern. Prinzipiell. Das ist interessant. Dann erhöhte Produktion. Da bräuchte ich das für Zentauren. Zentauren wären ziemlich geil. Zugweite für Harpien. Nein. 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 Shiva. Meister der Schamanen. Ja, dann kriege ich mehr Schamanen pro Woche. Und vielleicht kann ich sie doch irgendwie nutzen. So, alles her. Oh ja. Naja, die Armee muss ich zumindest nicht mehr verstecken. Das ist schon mal ein Anfang. So, ich brauche bei dir die Sachen. Mateva. Du bist... Ach, verflucht, du bist so ein Held. Nee. 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 Naja. Naja. Egal. Er fungiert als weiterer Marktplatz und dadurch wird er schon die Kosten um einiges senken. Außerdem... macht alles günstiger. Also, er ist er wird sich mit der Zeit schon wieder rechtfertigen. Wir kriegen dadurch ordentliches Geld. Und extra Truppen dadurch. Ja, extra Vermehrung. Schadet auch nicht. Gibt es noch irgendeinen globalen Effekt, den er nutzen könnte und der mir irgendwas bringt? Nein? Schade. Kriegst du einen Blitzstrahl? Das ist auf jeden Fall gut, dass er hier drin ist und dann kann ich hier ordentlich. Dann kriege ich ein bisschen Vergünstigungen hier beim. So wenig? So viel Vergünstigungen? Das merkt man nicht. Nein, nein, das merke ich nicht. Egal. Ich hoffe, es wirkt trotzdem. Auf dem Marktplatz müsste es aber wirken. Schauen wir mal. Ja. 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 Deutlich. Kann ich jetzt mal hier... Das Gold ist ja nicht das Problem im Moment. Deswegen kann ich mir hier ordentlich Kristalle leisten. Achso, ich habe schon gebaut. Cool! Dann könnte ich mir doch rasende Zyklopen leisten. Oh, das macht alles viel leckerer. Okay, machen wir einen Cut. Beim nächsten Mal werde ich die restliche Insel abfarmen. Eine Truppe aufbauen und dann gehen wir auf die hohe See und schauen uns mal die Insel von Nahen an, dort oben. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.